Ja, liebe Zuschauer, der Aviatalk mit Gerd Siegmund und Dirk Thiele, polnische Wochen. Mhm. Gerd, in Polen ist der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Ja, zum Glück kann man sagen, denn ich würde mal schätzen, wir haben ähnliche Verhältnisse wie zu Zeiten von einem nicht ganz unbekannten Adam Małysz. Wie ich gehört habe, sind die Bedingungen oder besser gesagt, ist die Stimmung unter der Bevölkerung sogar noch gewachsen. Man rechnet jetzt in Zakopane mit 80-prozentiger Zuschauerbeteiligung beim Fernsehen. 80%. Das ist schon mal eine Hausnummer, Marktanteil. Ne? Also kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch mal so viele Leute draußen stehen vor der Arena in Zakopane, wie die drin sind. Denn es gibt ja Sicherheitsbestimmungen. Also man lässt nicht mehr die 70.000 ins Stadion oder ins Umfeld des Stadions. Da haben wir auch schon eine Menge erlebt. Sondern auch da sind natürlich Sicherheitsvorgaben gegeben. Und deshalb werden aber bestimmt noch ein paar Tausend auch wieder draußen stehen. Das ist natürlich auch das Problem, dass wir nicht dort sein können. Wir hatten es probiert, wir haben angefragt, also zwar ein bisschen kurzfristig, aber so ist es nun mal bei uns. Und haben leider eben auch keine Quartiere gekriegt. Deshalb eben heute bei uns der Rückblick auf Wisła und der Ausblick auf Zakopane. Bei mir ist das ja nicht so schlimm. Ich kann ja im Stehen schlafen, aber du brauchst ja deine Ruhezeit. Ja, das ist völlig korrekt. So, jetzt habe ich versucht, noch mal ein bisschen in der polnischen Presse, ich kann kein Polnisch, aber kannst ich habe das übersetzen lassen. Außer zwei Bier, und, oder? Bestellen, die kannst du unfallfrei. Ja. Also, Kamil Stoch hat Probleme. Ja? Schulter tut weh, Knie tut weh. Und die polnische Presse feiert ihn, weil er so hart gegen sich ist und so sympathisch und das nicht in den Vordergrund schiebt und sagt, na, ich bin fit, obwohl er nicht hundertprozentig fit ist. Aber wenn einer nur zu 90% fit ist und so springt wie in Wisła, naja. Na? Dann würden die anderen sagen, hoffentlich geht da noch ein paar Prozent noch runter vom Leistungsvermögen. Aber eins muss man natürlich auch sagen. Es kommt natürlich, er hat die letzten drei Springen gewonnen. Also ja. Bischofshofen, zweimal Wisła gewonnen. Da kommt natürlich auch dazu, dass er jetzt noch die Schanze in Zakopane noch besser kennt als die in Wisła, obwohl der Unterschied wahrscheinlich auch sehr, sehr gering ist. Und zeigt eben auch den fairen Sportsmann. Man könnte vielleicht den ehemaligen Bundestrainer Rainer Tess zitieren. Er hat gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist krank und springst nicht oder du bist gesund und springst. Und dann gibt es eben keine Wehwehchen oder irgendwas und keine Ausreden. So, dann bleiben wir noch ein bisschen beim Gastgeber. Es ist ja nicht nur Kamil Stoch. Piotr Żyła ist auch ein Sympathieträger, das wissen wir. Er hat ja selber gesagt, oh, ich habe mehr Klicks als Adam Małysz damals gehabt. Ob das stimmt, weiß der Kuckuck. Außerdem hat sich das Netz ja auch entwickelt, sei es wie es sei. Aber er ist eben auch sehr, sehr populär. Das heißt, ein ganzes Team ist auf Folge 7. Und das Gute daran ist ja auch für Stefan Hongerer, er hat es ja oft angekündigt, der Piotr Żyła ist der, wenn der erstmal ins Laufen kommt, dann ist er absolut zuverlässig, ist immer in der Lage, auch aufs Podest zu springen. Kann noch mal ein schlechterer Sprung hinzukommen. Nur lange Zeit haben wir eben keinen schlechteren Sprung mehr von ihm gesehen. Vielleicht mal von den Verhältnissen gestoppt. Und er fährt natürlich auch mit diesem Lächeln auf den Lippen nach Zakopane. Ja, ja. Zweiter Platz in der Tournee-Gesamtwertung. In Wisła ist er gut gesprungen. Und jetzt kommt er auf die Schanze, wo er immerhin polnischer Meister geworden ist. Okay, Kamil Stoch war nicht am Start dort, aber der ist leistungsfähig. Und dann gleich noch einen hinterhergeschickt. Maciej Kot hat sich wieder ein bisschen erholt, wenn es nur eine kleine Delle war. Aber in Wisła auch sehr gut gesprungen. Derzeit ist man so ein bisschen auf der Suche nach dem vierten Mann im Teamspringen. Denn das erste Teamspringen hat man in Klingenthal gewonnen. Und wir haben jetzt ja wieder ein Teamspringen in Zakopane. Ja, da geht einer so ein bisschen von der Fahne, das ist Stefan Hua. Mit dem hat man ganz fest gerechnet, aber der war in Wisła zumindest im zweiten Springen nicht so gut. Allerdings David Kubacki hat man auch noch, also die nationale Gruppe am Start. Allerdings muss man schon einschätzen, ich könnte mir gut vorstellen, ohne jetzt im Kaffeesatz zu lesen, dass man vielleicht auch auf einen eher erfahrenen Springer zurückgreift, denn der Kessel in Zakopane, der bebt. Da ist was los. Und wenn man dort als junger Athlet, gerade bei einem Teamspringen, man will es ja auch nicht vermasseln, oben sitzt und das Herzchen vielleicht zweimal ein bisschen mehr bubbert, dann kann schon auch mal was schiefgehen. Vielleicht die Sicherheitsvariante lösen, aber
Training, Quali und danach muss entschieden werden. Weshalb sollen wir uns den Kopf von Stefan Hongerer zerbrechen? Ja. Aber einen Vorteil hat es noch, dass wir nicht dort sind. Die Tröten, die werden die ganze Nacht... Zur Fußball-WM hat man gesagt, Vuvuzelas. Ne? Die haben die polnischen Fans alle übernommen und ich glaube, die Restbestände haben sie noch aufgekauft. So ungefähr. So, also... Wollen wir die Polen jetzt in Frieden lassen? Sie sind die Favoriten auch im Teamspringen, oder? Die gilt es natürlich zu schlagen. Also ja, Favoriten, wenn wir dann schon mal ein bisschen... Klar sind sie Favoriten, wenn man das erste Teamspringen gewonnen hat. Wenn man mit so einem starken Team anreist, ist man Favorit. Auch zu Hause, sie kennen die Chancen bestens. Und da würden wir ihnen mal die Last des Favoriten rüberschieben. Im vergangenen Jahr war es so, da hatten die Norweger vor den Österreichern und den Polen gewonnen. Wir waren Vierter und im Einzelspringen hatte Stefan Kraft gewonnen. Okay, gehen wir jetzt zu den Deutschen, oder? Können wir machen. Wir sind flexibel. Ich habe mir jede Menge notiert. Gut, also die wichtigste Information ist nicht die schönste, aber es ist so, Severin Freund wird nicht dabei sein. Genau, leider eben gestern erst entschieden worden aktuell. Der Plan vom Bundestrainer und dem Trainerteam war eben, dass Severin Freund nur Wisła auslässt, dann nach Zakopane wieder mit ins Team kommt. Und da gab es eben dann eine Entscheidung, die ja nicht anders zu treffen war. Andy Wank wird vielleicht jetzt in Japan sagen, naja, hätte ich jetzt auch springen können. Nur es war nicht anders möglich logistisch. Also man musste am Sonntag in Wisła das Team benennen für den Kontinentalcup, für Japan. Und dort sind immerhin 3 Springen. Und der Flug ging schon am Dienstag. Und die Entscheidung ist wirklich gestern Abend erst getroffen worden in Absprache mit Severin Freund, dem Christian Winkler, der sein Heimtrainer ist, und Werner Schuster, dass es noch keinen Sinn macht. Die Sprünge sind noch zu instabil. Es soll noch mehr jetzt eben im Training in Oberstdorf gemacht werden. Er war in Villach letzte Woche, konnte dort zwar trainieren, aber es ist einfach noch nicht der Standard, den er sich wünscht, um dort wettbewerbsfähig an den Start zu gehen. Das ist Pech für den Andi und für andere, die schon in Japan sind. Deshalb ist das deutsche Team nur, in Anführungszeichen, zu fünft am Start. Naja, und dann kommt eben hinzu, wir haben im Moment... Wellinger ist zwar in Wisła einmal Dritter geworden, aber dennoch, ich bleibe dabei, zur absoluten Spitze fehlen so 3-4 Meter. Ja. Und auch wenn Richard Freitag langsam, aber sicher sich im oberen oder im unteren Spitzenfeld ansiedelt, aber ganz nach vorn fehlt ihm auch noch ein bisschen was. Genau, nur das Wichtige dran ist, sollte vielleicht mal Springer für Springer abarbeiten. Also Andy Wellinger hatte ja die Qualifikation in Bischofshofen gewonnen. Ja. Also der ist schon mal sehr nah dran. War jetzt auf dem Podest, sicher auch eine seiner Lieblingschancen in Wisła. Und das sollte ihm in Zakopane vielleicht auch wieder gelingen. Das geht schon mal. Ohne dass ich sage, dass, so wie du recht hast, die 3-4 Meter vielleicht fehlen. Aber er ist sehr nah dran. Bei einem Markus Eisenbichler kam in Wisła sehr viel zusammen. A ist er physisch durch die Tournee extrem geschlaucht gewesen. Er war nicht mehr auf dem athletischen Top-Niveau. Dann macht er ein Training, wo es nicht funktioniert, nimmt einen neuen Schuh. Dann will oben anschnallen, der Probedurchgang am Samstag. Und hinten am Schuh platzt ihm dieser Plastikkeil weg. Also hat keinen Probedurchgang, einen Qualisprung von 102 Metern. Muss den alten Schuh wieder nehmen und dann noch die physische, nicht hundertprozentige Form, ging daneben das Wochenende. Aber er ist gut erholt, gerade auf der Anreise nach Zakopane. Das Grundniveau sollte passen. Gut, werden wir sehen. Beim Richie Freitag finde ich gut, dass die Sprünge stabiler werden, stabil auf dem höheren Niveau, also Top 6 bis 12, so seine Range. Wenn du dich dort erstmal aufhältst, ist der Weg nach ganz vorne nicht mehr so weit. Erstmal gut fürs Selbstvertrauen, dass die Sprünge funktionieren und dann Step by Step. Die Chance sollte ihm auch liegen. Hat dort immer gute Ergebnisse gehabt, noch kein Sieg, aber viele Podestergebnisse. Mal abwarten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, auch Skispringen wäre planbar in Richtung Lach die Weltmeisterschaft. Hm. Ich bin da nie so richtig überzeugt. Ich auch nicht. Ja, siehst du, also, du musst es besser wissen. Ja. Also da ist schon ein gewisser Zufallsfaktor auch dabei. Und dann greifen vielleicht Mechanismen, die irgendwo aus dem Bauch kommen, weil die überhaupt noch nicht offengelegt sind. Auf einmal geht wieder was. Der einfache Mechanismus ist, so viel wie möglich gute Sprünge machen und natürlich Top-Platzierungen abliefern. Das ist der einfachste und beste Mechanismus. So, Gerd, jetzt lassen wir mal die Deutschen das machen, was sie trotzdem am besten können, nämlich in Zakopane dann wieder Skispringen. Aber was interessant ist, Severin Freund hat also kräftig trainiert. Mhm. Und Peter Priots, der hat gesagt, hey, leck mir die Bullen, ich nicht. Ja, er brauchte mal ein bisschen Abstand. Also
aktuell die Informationen also nochmal bestätigt. Du hast es ja schon in der Presse nachgelesen. Also er war definitiv 6 Tage im Urlaub, aktive Erholung in der Sonne. Im näheren Mittelmeerraum sehr wahrscheinlich. Ja. Also in Bora Bora wird er es nicht geschafft haben, bis dahin zu fliegen. Aber ist wieder im Training dann gewesen. Also hat 2 Trainingseinheiten aktuell in Kran absolviert. Mhm. Bewusst auch auf einer kleinen Schanze, um eben die Absprungintensität, das Gefühl wieder mehr zu schärfen, zu machen. Ist also jetzt in Zakopane wieder mit am Start. Mal abwarten, wie er sich erholt hat. Ja, sie brauchen ihn, die Slowenen, denn Zähne, der ist wie der Frosch auf der Leiter. Ne? Ja. Mal so, mal so, dann lässt er wieder den Ski fahren und dann schafft er noch nicht mal die Qualifikation. Also, ja, Kontinuität gut. Sieht trotzdem ein bisschen anders aus. Das ist richtig, nur Zähne Preots kam ja aus dem Condi-Cup, hat dort gewonnen, ist ein Lernjahr für ihn. Dass ihm das Ding passiert mit dem Ski, also oben irgendwie ganz genau, weiß es gar keiner so richtig. Aber der Ski ist oben umgefallen, wahrscheinlich, wo alle in der Reihe stehen. Aber der war schneller unten als er. Der Ski ist ganz alleine die Schanze runtergefahren, unten im Auslauf runtergefahren. Zum Glück ist er nicht kaputt gegangen. Ja. Und was macht der Kleine? Natürlich, klar, wie komme ich am schnellsten zu meinem Ski? Flitzt runter zum Lift, rauf, fährt runter und unten hatte der Renndirektor den Ski schon in der Hand und setzt sich unten drauf und fährt mit dem Lift hoch. So ungefähr in der Mitte haben sie sich begrüßt. Nur der eine musste runter, der andere hoch wieder. Ganz große Nummer. Das Blöde für ihn war nur dran, in der Phase, wo er dran gewesen wäre. Also in dieser Gruppe war eigentlich noch schöner, richtig guter Aufwind. Ja. Und dann hat sich's in der letzten Gruppe auf Rückenwind gedreht, wo er dann springen durfte. Und hat dann eben Pech gehabt. Also Glück war, dass er noch nicht so weit hinten war, dass der Wettkampf abgeschlossen war, sonst wäre er DQ gesetzt worden. Oder eben did not start. Und dann hat er eben Pech mit den Verhältnissen gehabt. Nur ein Domen Preots hat seine Form schon ein bisschen wiedergefunden. Ja. Aber er springt auch nicht mehr so locker und so befreit wie am Anfang der Saison. Großer Fußballer hat ja wohl mal gesagt, Philosoph sagt, wenn du kein Glück hast, kommt doch noch Pech dazu. Ne? Naja. Aber wir nennen ja keine Namen, um Gottes Willen. So, dann gibt es natürlich auch schöne Informationen, nicht unbedingt, was das Sprungtechnische angeht, von dem 4-fachen Olympiasieger Simon Ammann. Genau, denn der ist nämlich diese Tage zum 2. Mal Vater geworden, einer kleinen Tochter von der Charlotte. Und ist da, können wir ihm einfach nochmal herzlichen Glückwunsch und vor allen Dingen auch der Mama, also der Familie, alles Gute wünschen und geht jetzt vielleicht auch ein bisschen befreiter ran. Denn wenn man Vater wird, hat man auch sicher andere Sachen im Kopf, außer nur das Skispringen. War das so bei dir auch? Na, ich bin ja zu einer Zeit Vater geworden, wo ich nicht mehr aktiv war. Aber trotzdem macht man sich natürlich Sorgen und wie wird das alles, geht das alles gut und so weiter. Also da ist schon ein bisschen was dran. Auch er ist aber nicht gesprungen in der Zeit. Also Ronny Hornschuh sagt, es hat zu viel geschneit. Dann noch was übers Knie brechen. Dann noch die Gedanken bei der Frau. Und er hat ja noch ein zweites Kind. Auch da muss man ja drauf aufpassen und so weiter. Also hat gesagt, okay, kein Training auf der Schanze. Und der Simi kriegt das schon vom Kopf her mental so hin, dass er dort auch eine gute Leistung abruft. Und der andere, der noch mit dabei ist, ist Gabriel Karlin. Die anderen Schweizer Springer sind im Conti Cup. Es kann ja beim Simi nicht mehr schlechter werden. Oh, na ja. Nein. Bei seinem Anspruch. Klar. Und bei seinem... Was mal da war. Eben, also er hat den Anspruch, Top 10 zu springen. So ist es. Und den wird er auch nicht verloren haben. Die Frage ist nur, wie schnell kommt er da wieder hin? Wenn das nicht gelingt, dann kann er nämlich nicht nur ein Ei, sondern dann kann er 1000 Eier auf die Saison schlagen. Ja. So sieht's aus. So, dann haben wir noch zu sagen, tschechische Meisterschaften. Ja, in Harrahov, kleine Schanze, also Normalschanze. Roman Kodelka vor Lukas Lava und dem Herrn Vancura, Thomas Vancura. Also in Harrahov ausgesprungen worden auf der Kleinanlage. Dann haben wir natürlich noch was zu sagen zu Norwegen, würde ich meinen. Denn da ist jemand sehr erstarkt, Johan Forfang. Der war nämlich am ersten Tag ähnlich, wenn wir dann den Bogen noch zu den Österreichern kriegen. Ähnlich wie Gregor Schlierenzauer, am ersten Tag 32. nicht im zweiten Durchgang, aber am zweiten Tag 6. Punkt gleich mit Richard Freitag. Also da hat sich die Pause, das Training gelohnt, ist auch im Conti Cup in Neustadt schon ganz stark gesprungen. Und nahtlos. Anmerkung, hat auch die Quali gewonnen, die zweite. Mhm. Und Tande funktioniert nach wie vor. Das Missgeschick sollte er aus dem Kopf rausbekommen haben. Und der Ärger, man kann es ja eh nicht zurückholen, was in Bischofshofen passiert ist mit dem Clip raus. Glück, dass er nicht gestürzt ist, nur die Tournee hin. Muss er verarbeiten vom Kopf, neue Ziele setzen, Weltcups und dann Weltmeisterschaften. So, das wäre eigentlich grob das, was wir aufarbeiten noch wollten. Noch eine Information zu Frankreich.
Also Vincent Tecumseh-Waugh ist Einzelkämpfer. Weil? Denn Ronan Lamy-Chappi hat einen Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Ja. Ja. Deshalb ja. Also erklärt auch, klar ist er nicht in der Gruppe Top Ten, aber wenn er normal springt, kann er durchaus auch mal ein Finale erreichen. Aber das erklärt natürlich auch die Form oder die nicht vorhandene Form. Da ging nichts, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Nun gut, also dann haben wir der Dinge, die da kommen. Wir, das können wir jetzt verbindlich sagen. Hast du zu Österreich, möchtest du gar nichts sagen? Ja, da haben wir eigentlich alles gesagt hier. Zu Österreich? Ja, Kraft hat im letzten Jahr gewonnen. Die Österreicher waren auf dem Podest. Und jetzt wird man sehen, ob Schlierens auch schon in die Mannschaft reinkommt. Genau, das würde ich also jetzt schon noch gerne mit ansprechen wollen. Na dann bitte. Denn also ich hatte es ja eben gesagt, also Gregor Schlierenzauer hat sich die Chance bewusst ausgesucht, weil er da vielleicht noch nie so richtig was gerissen hat in Wiswa. Also wollte zur Tournee nicht einsteigen, weil der Druck vielleicht auch ein bisschen groß gewesen wäre. Man wusste nie so genau, wo er steht. Der erste Tag keine Quali, zweiter Tag lief richtig gut mit der Qualifikation, dann im zweiten Tag Achter geworden, also Top Ten. Das hast du aber schon gesagt. Ja, ja. Aber worauf ich hinaus will, dass natürlich so ein Mann wie Gregor Schlierenzauer sich auch in das Team wieder einfügen muss. Mhm. Früher hat er vielleicht alles auf sich gezogen, alle Energie neben Thomas Morgenstern, aber die beiden Platzhirsche, es hat sich einiges verändert im Team der Österreicher. Absolut. Mit den beiden, die du angesprochen hast, also mit Michi Heiböck und dem Stefan Kraft. Dann wieder oder ganz gute Saison von Manuel Fettner. Und die drei, denke ich, sind gesetzt fürs Team. Und jetzt Andi Kofler und er streiten sich um den vierten Platz. Ja, aber was wichtig für Österreich ist, sie haben mit einmal wieder ein Team für Teamspringen, für Entscheidungen, Weltmeisterschaften. Ob sie jetzt, sagen wir mal, vom Verhalten moralisch wirklich ein Team sind, das wird sich zeigen. Genau. Das wird sich zeigen. Und das ist für mich wirklich eine ganz entscheidende Frage. Aber Gregor ist ein kluger Junge, die wird er sich auch stellen, die Frage. Und wir haben es ja auch gelesen, gehört und so weiter alles, dass er ja auch da quasi einen Neustart hingelegt hat, mit allem neu geordnet, auch eine Zeit lang sehr intensiv über sich und das Skispringen allgemein auch nachgedacht hat. Und ja, die Fragen werden wir in naher Zukunft beantwortet bekommen. Sowohl die sportliche Leistung, das Team, die Teamhierarchie. So, naja. Ja. Aber jetzt können wir wirklich sagen, aus unserer Sicht haben wir all das angesprochen, was wir ansprechen wollten. Zwischen Wiswa und Zakopane. Zakopane. Und dann, was ich sagen wollte, das wird verbindlich sein. In Willingen werden wir ackern. Da werden wir Interviews führen, da wird es eine Talkshow geben und so weiter und so weiter. In Zusammenarbeit mit dem Skiclub Willingen und dem Hotel Hochsauerland 2010. Also da dürfen Sie sich schon freuen. Und wir nehmen uns beide schon ein Handtuch mit, damit wir den Schweiß ein bisschen abwischen können. Mhm. So sieht's aus. Also. Das ist gut.